So we are reading from Sri Sikshashtakam of Sri Chaitanya Mahaprabhu. And we studied the first three verses. The third one was Trinadapi Sunichayana Taravarapi Sahishnana Amanina Manadena Kirtaniya Salahana. Which means that if one wants to be a devotee of God, then one has to follow certain things. So wir haben bis zum dritten Vers gelesen letztes Mal, und der dritte Vers bedeutet, dass wenn man ein Geweihter des Herrn werden möchte, dann muss man folgende Dinge beachten. And those who are devotees of God, they naturally have these qualities. Und diejenigen, die Geweihte des Herrn sind, haben diese Qualitäten ganz auf ganz natürliche Weise. There are two types of devotees. Es gibt zwei Arten von Geweihten. Those who are practicing and those who have become perfect. Diejenigen, die sich auf einem Weg der Übung befinden, und diejenigen, die Perfektion erlangt haben. So those who have already become perfect, they don't have to be taught anything. They naturally follow, because devotion is their very nature. Diejenigen, die Perfektion auf diesem Weg erlangt haben, denen muss man nichts mehr lehren, denn diese Qualitäten sind ihre wirkliche Natur. But those who are practicing or who desire to practice, the instruction is given for them. Aber für diejenigen, die sich auf dem Weg befinden oder die sich wünschen, auf diesen Weg zu gehen, für die sind diese Lehren da. So, this third verse which we studied is very important for those who are practicing or who desire to be devotees of the Lord. So, unter allen diesen Instruktionen sind diejenigen, die wir im dritten Vers finden, ganz wichtig für jene, die Geweihte des Herrn werden wollen. Wer sich niedriger fühlt als das Gras, wer duldsamer ist als ein Baum, wer frei von Stolz und Geringschätzigkeit ist und stets bereit, anderen Respekt zu erweisen, ohne Verehrung für sich selbst zu erwarten, der ist befähigt, den heiligen Namen des Herrn ohne Unterlass zu singen. So this is the essence of practice, basically. Darin drückt sich eigentlich die Essenz des Übens aus. And it gives the formula to be successful in spiritual life. Und es gibt uns den Weg, wie wir auf spirituellem Leben, im spirituellen Leben erfolgreich sein können. Just like there is a famous book called Seven Habits of Successful People. You never heard of that book? Es gibt ein Buch, das den Titel trägt, die sieben Gewohnheiten von erfolgreichen Menschen. Have you read? Anybody has read? Kennt jemand dieses Buch? Not so famous. No? It was one of the best sellers. Yeah. Das war eines der Bestseller. So there he has researched about the life of successful people in this world. Der Autor hat also das Leben von erfolgreichen Menschen dieser Welt untersucht. And then he found out that they have seven common habits. Und er hat herausgefunden, dass all diese Menschen sieben Qualitäten oder Gewohnheiten gemeinsam haben. So in this verse there are, you can say, four characteristics which are given to be successful in spiritual life. So hier in diesem Vers sind vier Qualitäten gegeben, die uns auf spirituellem Weg erfolgreich machen. And essence of all these four qualities is also in one word, and that is humility. Und die Essenz dieser vier Unterweisungen kann man wieder in ein Wort zusammenfassen, und das heißt Demut. Which is most rare to be found in this world. Und das ist sehr, diese Demut ist sehr selten in der Welt zu finden. Because now we are trained not to be humble.
Weil unsere ganze Erziehung eigentlich darauf hinausläuft, nicht demütig zu sein. We are trained to be proud and egoistic. Wir müssen, um uns in dieser Welt behaupten zu können, stolz sein und auch ein bisschen egoistisch. And we are taught that this is the way to be successful in life. Und wir wurden gelehrt, dass nur, wenn wir es uns so benehmen, dass wir Erfolg haben können in dieser Welt. But in spiritual life, we are taught to be humble and respectful to others. Aber im spirituellen Leben werden wir unterwiesen, dass wir demütig sein sollen und anderen Ehre erweisen sollen. If you study the Vedic culture, then this is the essence of Vedic culture. Und wenn wir die ganzen vedische Kultur studieren, dann werden wir feststellen, dass diese, dass die Essenz, auf der die vedische Kultur basiert, diese Demut und der Respekt zu anderen ist. We were reading Mahabharata and in that we read stories of three students of this teacher Ayodhamya, and the essence of the stories was how to be subservient to the teacher, respectful to the teacher. Wir haben aus dem Mahabharata Geschichten gehört und eine Geschichte war von den drei Schülern eines Gurus. Und wir haben da gelernt, wie wichtig es ist, dass man dem Guru gegenüber unterwürfig ist und demütig. So this was the training which was imparted, that how to remain humble and respectful. Und die ganze Unterweisung, die der Guru den Schülern mit auf den Weg gab, war einfach ihnen diese Wichtigkeit und in ihnen herauszubringen, diese Demut und diesen Respekt. We also read Upanishads, and in the Upanishad there is one very interesting part where when the teacher is giving instruction to the student after his education is complete and he is going back to his home. Wir haben auch aus den Upanishaden gelesen und da ist eine Sache auch ganz wichtig, und zwar die Anweisung, die der Guru oder der Lehrer dem Schüler gibt, wenn die Ausbildung abgeschlossen ist und er ihn jetzt in die Welt schickt. And this is the final instruction. Und das ist die letztendliche Anweisung, die der Lehrer dem Schüler gibt. Just like if you have some very dear person, your son or daughter or friend who is going away for a long period, then you give just the last instruction, be careful and do in this way. So like that the teacher is giving in a very loving manner instruction to the student. Es ist genauso wie wenn wir einen Sohn oder eine Tochter verabschieden, die sich von uns wegbegeben für eine lange Zeit, dann werden wir ihnen auch noch einen ganz, ganz wichtigen oder guten Ratschlag mit auf den Weg geben. Und genauso verhält es sich auch mit dem Guru und dem Schüler. Wenn der Schüler eben seine Ausbildung beendet hat, wird ihn der Guru aus seinem Ashram entlassen und ihm noch eine ganz wichtige Lehre mit auf den Weg geben, in einer ganz liebevollen Weise. And the instruction he gives is Matri Devo Bhava, Pitri Devo Bhava, Atithi Devo Bhava. He says that you should respect your mother like God. Wir sollen unsere Mutter wie Gott verehren. Respect your father like God. Auch unseren Vater sollen wir respektieren, als wäre er Gott. And respect a guest like God. Und auch einen Gast sollen wir als solchen ansehen. And then he gives further instructions that you should always study. Don't think that now you are passing out, so you give up the studies. Und er wird ihn auch noch darauf aufmerksam machen, dass er niemals mit seinem Studium zu Ende ist und immer weiter lernen muss. Swadhyat ma pramitatavyam. That means the student should not think that now there is nothing else for me to learn, because whole life is there for us to learn something. So der Schüler sollte also nicht denken, nachdem seine Ausbildung beim Lehrer beendet ist, dass er jetzt alles gelernt hat und nichts mehr lernen muss, sondern das ganze Leben ist zum Lernen da. So these are very nice instructions and they convey the essence of Vedic culture. So das sind sehr schöne Anweisungen und ihnen ist praktisch die Essenz aller vedischen Anweisungen enthalten.
Because if one cannot respect one's mother and father who have taken care of him or her and brought up and supplied all the needs, then one will never respect anybody in life. Wenn wir nicht dazu in der Lage sind, unsere eigene Mutter zu verehren und zu respektieren, die uns erzogen hat, die uns aufgezogen hat und beschützt hat, dann wird es uns wahrscheinlich auch nicht möglich sein, irgendjemand anders auf wirklich ernsthafte Weise zu verehren und zu respektieren. In fact, if one does not respect parents, then one will also not respect God. Wenn man die Eltern nicht ehrt, dann kann man auch Gott nicht ehren. Because God actually comes like parents for a child. Because God's function is to nourish, to protect. And that's what parents do. So die Art und Weise, wie Gott wirkt, ist es, dass er uns unsere Notwendigkeiten zur Verfügung stellt. Er ernährt uns und er schützt uns. Und für ein kleines Kind erfüllen diese Aufgaben die Eltern. So if one cannot respect parents who are visible and whose service and welfare is in front of oneself, then God is very far away from such a person. So wenn es uns nicht gelingt, eben diese Eltern, die ja uns sichtbar sind und deren Dienste wir ja ganz direkt spüren können, verehren und respektieren können, dann ist auch Gott ganz, ganz weit weg von uns. So similarly in Vedic culture, everybody was trained to do service to others. So in der vedischen Kultur war es auch so, dass jeder dazu erzogen wurde, anderen zu dienen. Respect for a guest, because one may respect the parents, because one is living with the parents, knows that parents have taken care. But to respect some strange person, guest here is not some relative, but somebody who happened to be in your house, and you may not even know that person. To respect such a person, that really requires the ability to be humble and respectful to others. So im Fall der Eltern mag es uns ja noch einleuchten und natürlich und nicht unnatürlich vorkommen, dass wir sie respektieren und ehren, aber zum Beispiel im Fall eines Gastes und der eben kein Verwandter ist, sondern der einfach bei uns Zuflucht gesucht hat, dann ist schon eine gehörige Portion Demut und Respekt vonnöten, wenn man ihn auch so wie Gott behandeln möchte. There are many stories in the scriptures which depict this instruction of giving respect to a guest. Es gibt auch viele Episoden und Geschichten in diesen Schriften, die eben erklären, wie wir uns einem Gast gegenüber verhalten sollen. There is a story, and of course this is something like Aesop's fable. The stories are in Mahabharata. As we read, Mahabharata is full of stories. And the story is about a hunter. Es gibt da eine Geschichte im Mahabharata, die man auch in anderen Büchern finden kann. Und die Geschichte handelt von einem Jäger. This hunter went into the forest to hunt some birds for his food. Und der Jäger hat sich also in den Wald begeben, um ein paar Vögel zu jagen, damit er Nahrung hat. But when he went into the forest, it became very clouded and started raining very heavily, and there was a storm. Als er also in den Wald ging, da hat es plötzlich angefangen dunkel zu werden, Wolken haben sich gebildet und es hat ganz fürchterlich geregnet und gestürmt. And then he lost his way inside the forest. Und er hat sich im Wald verirrt. And the day was over, it became evening time. So he didn't know what to do, therefore he decided to just relax under a big tree. Und als der Abend dann kam, wusste er nicht, was er tun sollte, und er hat sich entschlossen, einfach unter einen Baum zu setzen und dort zu ruhen. And on that tree, there was a couple of pigeon, female pigeon and male pigeon, who had their nest and they were living on that. So, in diesem Baum hatte ein Taubenpaar ihr Nest, also ein Manntaube und eine Frautaube. So, this couple, when they saw that this hunter
is taking shelter of the tree on which they are living, and they saw that he was shivering with the cold because it was like you go on a mountain and rain and there is no shelter there. So they decided that they must do something because he is our guest. Und als sie also den Jäger gesehen haben, wie der am Stamm gelehnt hat und gefroren hat, dann haben sie gesagt, er ist unser Gast, wir müssen ihm helfen. So the pigeon, he went to the nearby village and from there he picked up a small splinter which was burning from somebody's house and he brought it in his beak. So, der Täuberich ist also ins Nachbardorf geflogen und hat dort von einem Feuer einen glühenden Ast, ein glühendes Ästchen, muss man sagen, mitgebracht. And then he dropped it in front of this hunter. Und er hat es vor dem Jäger fallen lassen. So Hunter used this fire and he picked some wood and he burned fire to remove his cold. So auf diese Weise war der Jäger in der Lage, ein Feuer anzuzünden und er hat nicht mehr gefroren. But then they realized that just to make him comfortable like this is not enough, he also needs food. He must be hungry because all day he could not find anything there. Aber die Tauben haben gesehen, dass der Jäger auch sehr hungrig war, weil er den ganzen Tag nichts gejagt hat. Und so haben sie überlegt, was sie da tun können. So then the husband and wife, the lady pigeon and the Mr. Pigeon, they both consulted each other that what can be done, how can we give him food? So die beiden Tauben haben also überlegt, was sie tun könnten, um ihm Nahrung zu geben. So then they decided that there is no possibility of getting food for him from anywhere. So the pigeon said that I will jump into the fire and burn myself and he can eat me. So, und der Täuberich hat also gesagt, da es keine Möglichkeit gibt, irgendwo Nahrung herzukriegen, werde ich einfach ins Feuer fliegen und dann sehen wir schon. And then the lady said that no, you don't do that, I will do it. And you take care of the kids. Aber die Täubin hat dann gesagt, nein, du kannst das nicht tun, ich werde es tun und du kümmerst dich um unseren Nachwuchs. So the male pigeon said that no, it is actually the mother who takes care of the kids and I will sacrifice myself, you take care of the kids. Aber der Täuberich hat gemeint, nein, es ist die Aufgabe der Mutter, für die Nachkommenschaft zu sorgen, so ich werde mich opfern. Anyway, then the pigeon went and he fell inside the fire and sacrificed himself to feed the guest. Und so geschah es also, dass der Jäger Nahrung bekommen hat. So this is a story, of course, you understand the theme to give the idea that this is actually how Indian culture was. When a guest came, then he was always given shelter and food and whatever he needed. So diese Geschichte zeigt uns, wie wichtig ein Gast in der indischen Kultur war, in dieser vedischen Kultur, und dass man eben alles unternommen hat, um ihm zufriedenzustellen und ihm alles zur Verfügung zu stellen, was er benötigt hat. And this was not just in the story, because I witnessed and many times I've, I think, spoken that I was born in a village which was really a village in those days, no electricity, no communication, no roads, nothing. And people used to walk, there were no buses, no vehicles. The only vehicle was bullock cart. And if somebody is traveling and is not able to reach the destination, then they will just stop in the village, nearby village, wherever, whichever village comes on their path. And then they will go to somebody's house and he will be received and given a place to sleep and food to eat. And in the morning he will get up, eat again and leave and walk. So diese Wichtigkeit, oder diese Gast, die Wichtigkeit dieser Gastfreundlichkeit ist nicht nur in den Geschichten, sondern Babaji hat es in seiner Jugend selbst erlebt, als er noch in einem Dorf, in einem wirklichen indischen Dorf gelebt hat, wo es wirklich nichts gab, kein Strom, kein Telefon, keine richtigen Straßen, und es ist manchmal passiert, dass ein Gast
abends in diesem Dorf ankam und nicht mehr weiter konnte, weil es dunkel wurde. Und er hat sich dann an ein Haus gewendet und wurde da aufgenommen. Und er hat alles bekommen, was er braucht. Und am nächsten Morgen ist er dann wieder weitergezogen. And I remember that so many guests used to come to our house, because our house was just like entrance of the village. And if they came in time, of course there was no problem, but sometimes they will come late at night, 9 o'clock, 10 o'clock. And then my mother has to cook food and she never complained. And in those days there was no gas or anything, you had to cook food with wood. So you burn the wood and, you know, Indian style in the village, how they do it. And she will always cook and then we will feed the guest. And this was a usual thing, nobody thought anything special, or no one ever thought that why we have to do it. So auch in dem Haus, in dem Babaji lebte, seine Familie lebte, kamen öfters Gäste und es war ja kein Problem, wenn die dann noch rechtzeitig kamen, aber es kam auch vor, dass die um 9 Uhr oder um 10 Uhr abends ankamen. Und dann hat seine Mutter noch was gekocht für den Gast und sie hat sich darüber nie beschwert. Und das war irgendwie ganz natürlich in jenen Tagen. And sometimes the guest may even stay for a few days. If he had some work in the village and he did not know anybody, so he just stay, eat and do his work and go away. Und manchmal sind diese Gäste auch ein paar Tage geblieben, wenn sie etwas im Dorf zu tun hatten und sonst niemanden kannten. So, this was a normal thing. And of course, if the guest was a relative, then certainly they will come and spend a few days. 3 days was minimum. No guest could leave the house without staying for 3 days. Und wenn es ein bekannter Gast war oder gar ein Verwandter, dann war es dem Gast nicht möglich, vor 3 Tagen wieder weiterzuziehen. Er musste also mindestens 3 Tage bleiben. Once I had a friend in Vrindavan. He was an old man, means much senior to me. And he was telling a story from his childhood time. Babaji hatte einen Freund in Vrindavan und der war sehr viel älter als er und der hat aus seiner Kindheit einmal eine Geschichte erzählt. Because in those days there were no vehicles and if your relatives were far away, then it was not very easy to go and visit them. You have to walk basically, sometimes you have to walk maybe a whole day or 2 days to reach their place. Also in jenen Tagen, da gab es noch keinen richtigen Transport und man musste einfach zu Fuß gehen. Und wenn die Verwandtschaft in großer Entfernung gelebt hat, dann war das oft tagelanges Gehen. So he was saying that once a family came, some relatives to their house during the summer time when it was vacation for the children. Und er hat also erzählt, dieser alte Mann, dass in seiner Kindheit einmal eine ganze Familie, eine verwandte Familie kam, als die Kinder Ferien hatten. And then they stayed for 2 months, that is summer vacation. Und die haben sie also 2 Monate lang in dem Haus aufgehalten dann. And then they did not want this guest to leave. And the guest said that our children have to go to school, we have to leave. Und die Gastgeberfamilie wollte selbst nach 2 Monaten noch nicht, dass die wieder jetzt nach Hause ziehen. Und die mussten also sagen, es ist wirklich so, die Kinder müssen jetzt wieder in die Schule, wir müssen jetzt gehen. So the host said that we will admit the children here in this community. Der Gastgeber hat darauf gemeint, wir können die Kinder doch auch hier in die Schule schicken. And actually they admitted them and for 1 year they stayed in their house. Und so ist es dann auch geschehen und so war diese Gastfamilie 1 Jahr lang zu Gast. So there was so much, you know, love and relationship that people used to be so happy just to be together. In jenen Tagen war eben einfach noch eine liebevolle Beziehung zwischen den Menschen und den Verwandten und die Menschen haben sich gefreut, wenn sie zusammen sein konnten. And if some relative or some guest came, everybody used to feel very happy. Und wenn ein Gast ins Haus kam oder ein Verwandter, dann hat sich jeder darüber gefreut. And there was one omen that if there is a crow sitting on the house and he flies away, then you think that the guest is going to come from this direction. So he used to guess who will come. Und there is no telephone, nothing. The guest will just appear, you know, suddenly.
Es gab damals noch kein Telefon und man konnte sich also nicht anmelden. Und es gab da so ein Omen, wenn also auf dem Hausdach eine Krähe saß, dann haben die Bewohner gesagt, okay, jetzt lass uns mal sehen, in welche Richtung die davonfliegt. Und wahrscheinlich kommt unser nächster Besuch aus dieser Richtung. Und wer könnte es denn sein? So if a crow came and sat on the house and if he was crowing, if he was making a sound, if he's just sitting, then no problem. But if he starts making a sound, I don't know what is the sound of crow called crowing, then it was understood that guest is going to come, so then everybody will wait to which side he is going to fly now. Und also die, wichtig war auch noch, dass die Krähe auch gekräht hat, bevor sie losgeflogen ist. Und dann hat jeder gehört, ah, da sitzt eine Krähe auf dem Dach und schauen wir mal, wo sie hinfliegt, in welche Richtung und wer dann als Gast wohl kommt. So this is just to show that how the whole Vedic culture was actually geared towards spirituality. So when people were trained like this and if they took to spirituality, then it is very easy for them to follow this process. So, wenn Menschen schon auf der materiellen Ebene so empfinden und auch so erzogen werden in einer Kultur, dann ist es auch sehr einfach für solche Menschen, sich auf einen spirituellen Pfad zu begeben. Es wird sehr natürlich sein für sie. So now if you tell that in Vedic culture wife was supposed to serve the husband, then wife will become upset. You know? Why your wife has to serve the husband? But actually this was very much there and then this wife, she can be a great devotee very easily, because she is used to serve. Wenn wir heute davon hören, besonders wenn Frauen davon hören, dass eben Ehefrauen damals ihren Männern gehorsam gedient haben, dann gibt es natürlich bei den modernen Frauen oft die Reaktion, aber das ist ja Unterdrückung und so weiter. Aber das war aus Liebe und das war einfach so, wie die Ehefrau damals ihre Liebe ihrem Mann gegenüber ausgedrückt hat. Und man kann sich natürlich auch sehen, wenn jemand von Herzen gern dient, dann kann er auch ein großer oder ein guter Geweihter Krishna sein, ja, dem man ja auch dient in Liebe. So now when we see Vedic culture from the modern perspective, where the goal of life is to have material pleasure, sense pleasure, have money and enjoy, then it looks like that this was all slavery. Aus der modernen Perspektive, wo es eben darum geht, gut Geld zu verdienen und das dann für Genuss auszugeben, dann kann man natürlich solche alte, traditionelle Werte nicht mehr wertschätzen und vielleicht da drin so eine Art Sklaverei sehen. And that's why modern people, they criticize it. Und deswegen wird von modern empfindenden Menschen sowas auch kritisiert. But actually the purpose of Vedic culture was different. And if you see their purpose, then it was the perfect culture. Because their purpose was not just sense enjoyment, which no one feels satisfied with, but the purpose was to become spiritually enlightened. Aber solche Kritik kommt eben von jemandem, der erzogen wurde, in dieser Welt erfolgreich zu sein und zu genießen. Aber wenn wir betrachten, dass die vedische Kultur einen ganz anderen Sinn und ein ganz anderes Ziel hatte, nämlich ein spirituelles Leben zu führen, dann kann man das natürlich wertschätzen, was damals als wert gegolten hat. So for that reason, everything they designed, so that it will aid, it will assist a person in becoming spiritually advanced. So das ganze Leben war in einer Weise geplant oder gedacht in der vedischen Kultur, dass es uns hilft, dass es uns unterstützt auf unserem spirituellen Weg. And that's the meaning of the word Arya or Aryan, means those who are interested in spiritual enlightenment. They are called Aryans, no matter where they exist. Und wir haben schon gehört mit diesen Arier oder arische Inversion und so weiter, aber Arier bedeutet eigentlich jemand, der spirituell erleuchtet ist, der einen spirituellen Weg begeht. Und es ist egal, wo sich so ein Mensch befindet, in welcher Kultur oder in welchem Erdteil. So why this verse is stressing on humility, tolerance, giving respect and not expecting respect is that these are the characteristics which are necessary to attain love. Und warum legt dieser Vers jetzt so viel Wert auf diese Demut, auf diese respektvolle Haltung anderen gegenüber und keinen Respekt für sich selber zu erwarten? Weil das sind eigentlich die Qualitäten, die notwendig sind, um wirklich Liebe
empfinden zu können und auch geben zu können. When a person has love, then these qualities are naturally manifest. In einem Liebenden sind diese Qualitäten ganz von selbst manifestiert oder anwesend. When a mother has a baby, then she is very tolerant for that baby. The baby may pass urine or stool and may cry at night. She doesn't become angry. She is very tolerant. Every mother knows this. So eine Mutter, die ihr Kind liebt, wird sich nicht aufregen. Sie wird sehr tolerant sein und geduldig und langmütig, auch wenn ihr Kind mal auf ihren Schoß Pipi macht oder noch was Schlimmeres. But if the same lady is disturbed by another child crying, then she doesn't like it. She may not be tolerant of that and may become angry. So, wenn das eigene Kind der Mutter mal weint und sich nicht richtig beruhigen lässt, dann ist die Mutter sehr geduldig und sie wird darüber sich nicht so leicht aufregen. Aber wenn ein fremdes Kind an den Nerven zehrt, dann kann man da nicht so geduldig sein. So earlier it was spoken that, and that is the recommendation of Sri Chaitanya Mahaprabhu, that chanting the names of God grants love of God. That is the process, one of the process to attain love of God. And here he is giving the characteristics or the qualification for chanting the name of God. So in diesem Vers gibt Chaitanya Mahaprabhu eben auch die Qualifikation, die nötig ist oder die man in sich haben muss, wenn man den heiligen Namen Gottes singen möchte. Und den Singen des heiligen Namen Gottes ist Ausdruck von Liebe zu Gott auch. So, I already gave many examples and stories in the previous class on this verse. There is also one story in Mahabharata. Mahabharata is also full of nice stories which give instruction that in our scriptures, ocean is considered as the husband of rivers. So, er gibt uns noch eine Geschichte aus dem Mahabharata, und in dieser Geschichte wird vorausgesetzt, dass wir natürlich wissen, dass der Ozean in den Veden als der Ehemann der Flüsse angesehen wird. Rivers are considered as females. Flüsse werden als weiblich angesehen. And ocean as a male. Und der Ozean als männlich. And rivers are the daughters of a particular mountain from wherever they originate, because they come from a mountain, so they are the daughters of a mountain. Und die Flüsse werden auch immer als die Töchter eines Berges, in dem sie entspringen, angesehen. And they are always flowing to the ocean and they merge.